Los. Einen wunderschönen guten Abend hier an die Astrid. Ich grüße dich, Astrid. Hallo, grüß dich. Bist du gut nach Hause gekommen? Sehr gut, ich bin geschwebt. Geschwebt. Warum? Naja, nach dem wunderschönen Wochenende, beziehungsweise in der Nacht von Samstag auf Sonntag, ging es ja dann bis sehr früh in die Morgenstunden noch Ja, das habe ich gehört. mit ein paar Menschen, die nach dem Vortrag noch Fragen hatten, beziehungsweise die mir viele ihrer Geschichten von Ereignisketten, die so bei ihnen an Phänomenen passieren, erzählt haben. Und dort ist nochmal energetisch etwas sehr Spezielles passiert, was wahrscheinlich jeder Einzelne auch vor seinem Hintergrund mit sehr vielen Beispielen erläutern könnte. Auf jeden Fall haben einige dieser Menschen einen Zugang zu einer Welt bekommen, die ihnen vertraut ist, die sie aber in sich noch nicht ganz entwickeln konnten. Und das Tor ist endgültig aufgeschlossen worden in dieser Nacht. Und es Ja, passt. ich habe ja einen Vortrag gehalten über das Remote Viewing. Du hast auch dieses im Vorfeld mit den Koordinaten, das waren die Zahlen, die wir bei dir im Hintergrund immer gesehen haben, 7763, 7738. Ich habe mir die auch gemerkt. Und wir haben ja dann auch live tatsächlich in der Halle dieses Target, so nennt ihr das, das Ziel, mal versucht so einzuordnen. Und du hast auch Fragen ins Publikum gestellt, was für Informationen denn eingesammelt werden, wenn man sich auf diesen Umschlag fokussiert, in dem du ein bestimmtes Bild drin hattest. Ja. Also bei mir war es tatsächlich so, ich habe so eine Spitze gesehen, sah aus wie eine Pyramide von oben mit so einem Kreuz drin. Und das konnte ich in dem Bild dann auch in diese Schlüsselmitte zuordnen. Das war dann etwas, was tatsächlich da war. Und bei der Farbe lag ich auch richtig. Also es war unfassbar, was da in der Halle auch plötzlich für ein Feld aufgegangen ist. Ja, das muss man mal ganz klar so sagen. Ja, also einmal in der Halle natürlich und gegen Ende des Vortrags kamen ja einzelne Personen noch, die noch eine Frage hatten, die dann auch ganz gerne ein individuelles Target haben wollten. Und auch Ja. einzelnen Personen wurden dann hinterher doch ein paar mehr, mit denen wir dann in einen anderen Raum gegangen sind. Und was ich ganz bemerkenswert fand, war, dass am nächsten Morgen mich Menschen dann auch beim Frühstücken aufgesucht haben und mir genau berichtet haben, Schmerzen, die seit ewigen Zeiten und Einschränkungen in der Schulter sind, die Ärzte nicht gefunden haben, sind weg. Ein Mann stand weinend vor mir und hat gesagt, die Zahl, die du mir gegeben hast, ich habe geguckt, das steht im BGB darunter, das war genau der Schlüssel, den ich noch gebraucht habe jetzt für eine Situation, wo ich im Beruflichen was zu klären habe. Ein Mann stand vor mir und hat gesagt, woher weißt du, dass ich die und die Themen habe? Also es war bei ganz vielen ist was aufgeschlossen worden. Und das war ja auch das Ziel dieses Targets an dem Abend. Ja. Darum ging, dass alle Menschen, die an diesem Ziel arbeiten, auch längerfristig mit diesen Koordinaten arbeiten können, sich selbst schulen können in der Intuition, was nehmen sie wahr? Es gab dann noch ein ganz besonderes Geschenk für mich. Vorgestern, also am Dienstag, rief mich vormittags eine Dame an, die den Stream verfolgt hat, die also nicht physisch vor Ort war. Und sie erzählte mir dann, was sie alles für Details wahrgenommen hat. Und nachdem wir so die erste halbe Stunde geredet hatten, berichtete sie mir, dass sie blind ist. Also sie hat den Stream gar nicht gesehen, sie hat es gehört. Und sie konnte genau beschreiben, welche Entität hinter mir stand. Also die Menschen, die den Vortrag vor Ort gesehen haben und aber auch im Stream, war einigen sichtbar, was da passiert auf der Bühne. Und diese Dame beschrieb jetzt trotz ihrer Blindheit mit so viel fantastischen Details, dass ich gedacht habe, ja, genau das ist es. Das ist genau das, was die Soft Skills für die nächsten Generationen sind. Dieses klar sehen, klar denken können, egal ob sie physische Beeinträchtigungen vielleicht haben, aber mit dem Bewusstsein jetzt so geschult weiterzumachen, dass wir das Neue, was jetzt aufgebaut wird, dass wir das stabil halten können, dass wir diese Fundamente letztendlich so stabil haben mit Menschen, die Fähigkeiten haben, sodass dieses Neue auch wirklich eine kreative Umsetzung bekommen kann, weil das steht halt jetzt einfach an.
Das ist ja das. Ich meine, Revolution, das kann man so sagen. Er hat das Motto, dein Wille kristallisiert das jetzt. Und es ist immer wieder bezeichnend, wenn man diese Veranstaltung dann verfolgt, dass sich dann wirklich auch was manifestiert. Also da kommt tatsächlich was raus. Und wir hatten so quer durch die Vorträge hindurch tatsächlich die Leichtigkeit. Das war etwas, was ganz, ganz, ganz zentral wieder ein Thema war, wo man einfach drauf geschaut hat. Ich habe das selbst auch aufgegriffen im Vortrag. Ich war kurz vor dir dran und es war unglaublich, was ich auch für Rückmeldungen bekommen habe, wenn man dann wirklich sich auch mal auf diese Empfindung von Leichtigkeit einlässt. Ja, das war ganz wichtig. Und da ist ein Gefühl, ein Raum entstanden, also Raum im Sinne von, dass man diesen Empfindungen auch wirklich den Raum gibt, dass die sich entfalten können. Und ich muss sagen, es war eine der schönsten Veranstaltungen, die ich bisher mitmachen durfte. Da gab es auch noch eine schöne Anekdote. Wir hatten tatsächlich von April an, so ganz am Anfang erstmal das Thema, was nehmen wir denn für ein Hintergrundbild für die Volition? Weil wir immer schauen, dass es ein bisschen thematisch passt und da ist uns diesmal wirklich nichts eingefallen. Und dann sagte ich noch so ganz beiläufig, das ist eine ganz wichtige Geschichte, so ganz beiläufig, versucht doch mal Mühlhausen aus dem Mittelalter zu finden irgendwie, ja. Und dann haben wir tatsächlich ein Bild gefunden und das haben wir hinten dran gestellt. Und hey, wir haben ja eine Woche vorher dann die Halle klar gemacht und dann komme ich da rein und dann steht da die Bühne und die Bühne war das mittelalterliche Mühlhausen. Das hat sich eine Woche vorher ergeben, wo ich dann auch dachte, das ist doch jetzt nicht zu glauben. Und das Beste tatsächlich, ich komme da rein, gucke das Ding an und jetzt haben die da so einen Eingang simuliert, weil es ja so eine Theaterbühne war, ja, mit einer Tür und da war eine Hausnummer drauf. Und ich gucke da drauf und denke, da steht doch das ist die 14. Da steht eine 14. Ja, also weißt du, wie willst du das erklären? Ich habe ja aus meinem Bereich tatsächlich den Bereich der Synchronizitäten, der akkausalen Zusammenhänge, dass man da das kannst du nicht logisch erklären, das ist unmöglich, aber die Dinge passieren. Und das ist ja auch ein zentrales Thema von Themenabenden, wo ich mache, wo wir genau über solche Prozesse sprechen. Und du bist ja diesen Weg auch gegangen, das ist absolut akkausal, also du kannst nicht logisch erklären, wo diese Informationen herkommen. Und das ist das, was du in diesem Remote Viewing Programm ja auch ein Stück weit lernst, ne? Dass man dann genau auf diese Informationen eben schaut. Total zusammenhangslos, das wahrscheinlich auch aufzuschreiben, denke ich mal, wird so ablaufen, ne? Ja, genau. Also das Protokoll, was wir im Remote Viewing verwenden, hilft uns erstmal nur, unsere Gedanken zu sortieren, dass wir so eine gewisse Grundstruktur haben, dass wir nicht anfangen, irgendwie wild durch die Gegend zu viewen, sondern wirklich auf dem Punkt bleiben und lernen, eine bestimmte Sprache zu verwenden, die sehr eindeutig ist. Und was wir beim Remote Viewing auch machen, ist, dass wir mehr Zuversicht haben und mehr Vertrauen in unsere Wahrnehmung haben, die sich natürlich jetzt auch durch äußere Einflüsse bedingt erweitert. Das müssen wir alles psychisch irgendwie zusortieren, was wir da jetzt an Wahrnehmungen haben, weil unser Nervensystem natürlich, der Axel Klitzke sagte das sehr, sehr schön in seinem Vortrag, wir werden praktisch mit einer höheren elektrischen Spannung in unserem Bioorganismus zu tun haben. Die Menschen, die jetzt schon ein bisschen vertrauter sind im Umgang mit, wie weit wir in die Umweltgeschehnisse eingebunden sind, auch mit unserer Wahrnehmung, die können nachvollziehen, dass wir manchmal so Befindlichkeitsstörungen haben und wenn wir dann bestimmte Werte uns anschauen und merken, okay, da hat CERN jetzt mal wieder ein bisschen mitgespielt, da war CERN mal nicht dabei, dann merken wir auf einmal, wie wir mit dem gesamten Kosmos in Interaktion treten und wie wir uns diese Fähigkeiten zunutze machen können. Und das ist ein Teil des neuen Remote Viewings oder des erweiterten Remote Viewings, wie ich es gerne nenne. Also das Ursprüngliche wird nicht aufgegeben dadurch, sondern es bekommt jetzt eine wunderbare Erweiterung um weitere kosmologische Zusammenhänge. Vor dem Hintergrund taucht auch jetzt das ich sage, der Axel hat solche Steilvorlagen geliefert. Also meinen ursprünglich angedachten Vortrag habe ich dann, er veränderte sich einfach. Auf jeden Fall, der Axel hat zum Schluss seines Vortrags nochmal sehr schön die fünf platonischen Körper gezeigt. Und ich hatte euch schon im Vorfeld gesagt, wir werden Remote Viewing jetzt kombinieren mit der heiligen Geometrie. Das heißt, neben einem Target, was man dann viewen lernen wird, wird man auch in Kontakt mit den Qualitäten der fünf platonischen Körper kommen. Und stellvertretend dazu
habe ich jetzt einen meiner Lieblingskörper im Hintergrund, der uns immer wieder mit dem kosmischen Bewusstsein verbindet. Und das ist tatsächlich neu. Das ist das erste Mal, dass ich sowas im deutschsprachigen Raum mache, dass ich das klassische Remote Viewing, wie ich es gelernt habe, erweitere mit dem, was ich seit Jahren mit Menschen trainiere, nämlich mit der heiligen Geometrie kombiniere. Jetzt kommst du gerade auch mit diesem kosmologischen Zusammenhang. Mich erreicht heute eine Nachricht, da bin ich kurz vom Glauben abgefallen. Ja, es gibt offensichtlich am Himmel eine wiederkehrende Nova, also nicht eine Supernova, sondern eine Nova. Und diese Nova findet so im Zeitraum aller 80 Jahre statt. Ja, und die wird also jetzt voraussichtlich im September ist die zu sehen am Nachthimmel. Und das Sternensystem, wo es darum geht, das nennt sich tatsächlich T Corona Borealis. Und da wird was explodieren, etwas abgeschlossen werden, um einen neuen Nova-Zyklus einzuleiten, was jetzt aktuell im September wohl stattfinden wird. Ich werde es unter dem Video noch verlinken, den Artikel, dass das jeder mal nachvollziehen kann, was das ist. Aber ich dachte wirklich, das kann nicht wahr sein. Aber es spielt wahrscheinlich auch gerade, wenn man so die öffentlichen Nachrichten anguckt, jetzt auch mit Aufarbeitung, mit allem drum und dran, da spitzt sich auch so langsam was zu. Das läuft praktisch korreliert zu diesem Naturereignis. Also es ist Ja, Zufälle, das haben wir ja alle gelernt. Es fällt uns gerade was zu. Und was ich auch sehr schön fand, war, dass die Menschen also die mit mir bis morgens um 3 in der Lobby gesessen haben, auf einmal erkannt haben, warum sie hier sind, was ihre Position jetzt in dieser Zeit ist. Es hat sehr viel Heilung stattgefunden. Das Erkennen auch, dass man mit Planetenaspekten oder Starseed-Aspekten von anderen Planeten verbunden ist, war sehr schön zu sehen, weil einige von uns haben das. Die können schon seit einiger Zeit oder sind vorbereitet und positioniert, mit ETs zu quasseln, wie ich das so schön sage, mit verschiedenen Kräften sehr gut zu interagieren, um dort auch die Botschaften, die für uns hier für die nächsten Schritte notwendig sind, in menschliche Sprache zu bringen, sodass noch mehr Menschen ihren Zugang dazu finden können. Ja, und wahrscheinlich läuft das auch auf der Impulsebene ab, ja, dass du praktisch, ohne zu erklären, bestimmte Dinge kriegst. Du hast es heute im Telefonat auch gesagt, es ist momentan eine sehr niedrige Schwingung auf dem Planeten. Ich nenne es mal so, dass man wirklich auch aufpassen muss, dass man wirklich bei sich bleibt gerade. Und ich glaube, das ist auch eine ziemliche Herausforderung gerade. Also guter Ratschlag von uns beiden. Bist du gerade in einem Projekt involviert, dann volle Konzentration. Ja, ganz wichtig. Geht auf eure Ziele, wo ihr in eurem Leben mit euch hin wollt. Das ist jetzt ganz wichtig, diesen Fokus zu halten. Das Getöse im Außen ist nicht so wichtig wie das. Ganz Das sicher. geht so oder so, das sind nette Ablenkungen, aber es geht jetzt um das Leben jedes Einzelnen. Nicht auf Kosten von anderen, haben wir auch festgestellt, sondern jeder Einzelne von uns, der sehr stark fokussiert ist auf seine Fähigkeiten, nimmt irgendwo im Kosmos 100 weitere mit, die er auch mit Kraft versorgt. Und das ist eine ganz gute Ausbeute eigentlich, ne? Kann man so sagen. Ich hatte auch so fasziniert in dem Vortrag von der Nancy, mit dieser Sprachklarheit, also ich habe stellenweise Tränen in den Augen gehabt vor Rührung und ich habe es leider gar nicht mehr geschafft, all diese wunderbaren Dinge abzufotografieren in ihrem Vortrag, weil ich so ergriffen war. Aber das bringt sie so auf den Punkt und es öffnet die Herzen der Menschen. Also es schaltet an so vielen Stellen neue Alpha-Synapsen frei. Ja. Das passt so gut. Also wer da gesessen hat, ich glaube, wir haben alle so ein Frösteln gehabt und ein unglaubliches Grinsen, nicht Grinsen, ein tiefgehendes, verständiges Lächeln im Gesicht gehabt über das, was wir da von ihr lernen durften. Großartig. Ist so eine, also für mich auch so ein Erkenntnisprozess, was das Deutsche eigentlich ist. Und ich glaube, es ist eine der wenigen Möglichkeiten, Verstand und Herz zusammenzuführen und ausdrücken zu können. Ich glaube, das ist so ein Punkt, wo du hier wirklich die Möglichkeit hast, in die präziseste Art des Ausdrucks vorzudringen. Astrid, wir beide haben uns darauf verständigt, dass wir eine W14 in W14-Intensivwoche auf Sylt durchführen werden, vom 21. bis 28. September. Da werden wir 4 Tage mit dir ganz intensiv arbeiten. Ich habe einen Tag Pause dazwischen. Ich denke, das wird man auch brauchen, denke ich. Was genau erwartet uns da? Kannst du uns da mal so einen Überblick geben, wie man da vorgeht? Wie ist dieser Lernprozess? Wie ist er aufgebaut? Was macht man da?
Also man kann sich ein bisschen daran orientieren. Zu Beginn wird es ein Teil von Theorie geben, ein paar allgemeine Einführungen, wie man sich dem Thema nähern kann. Wir werden höchstwahrscheinlich doch sehr konsequent an jedem Tag arbeiten. Also so 8 Stunden sind schon von meiner Seite aus vorgesehen. Natürlich gerne mit Raucherpausen und so, aber es macht. Ja, ich nehme auf alles Rücksicht, was da an Wünschen ist. Es macht einfach nur Sinn, dass wir eine gewisse Disziplin einfach haben. Und dazu habe ich mir überlegt, Disziplin ist dann in Ordnung, wenn es richtig Spaß macht. Das heißt, ich werde euch nicht nur auf ein Target schicken, wo ihr auf eurem Stuhl sitzt und dann schön mitschreibt oder wer liegen möchte, das dann auch tut, sondern ich schicke euch auch auf der Insel an Orte, wo ihr das Target finden müsst. Das heißt, wer sagt, ich habe jetzt einen Vormittag, wo ich nicht in dem Raum sitzen möchte, möchte aber trotzdem mitarbeiten, der hat die Möglichkeit, ein Ortstarget zu finden. Also eine Schnitzeljagd im Geiste in der Ausführung der Realität. Weißt du, er kann sich ein Fahrrad mieten, er kann sich das Auto mieten oder einfach an den Strand gehen. Also es ist wirklich dieses Mal echt abgefahren. Und das, was passieren wird, ist, dass jeder genau zu seinem Spektrum, was er jetzt schon an Möglichkeiten hat, das erweiterte Spektrum des wahrnehmbaren Lichtes zu erkennen, zu trainieren. Also wir haben dort schon Menschen dabei, die eine sehr gute Intuition haben. Wir haben auch Menschen dabei, soweit ich es bis jetzt überblicken kann, die schon auch eine sehr ja, rudimentäre Erfahrung gemacht haben, wie es ist, mit den Ebenen zu kommunizieren, die nicht jeder sehen kann oder fühlen kann und trotzdem telepathische Fähigkeiten haben. Und die werden gezielt trainiert. Das heißt, ihr werdet an einem Tag 3 Ziele Minimum bekommen und in der Nacht, wenn ihr schlaft, bekommt ihr ein 4. Ziel, was ihr bearbeiten könnt, was wir dann am nächsten Morgen auflösen werden. Okay, ich bin total gespannt, oh, wenn das die Lenz hört. Also ich bin total erweckt, nennen wir es mal so, und neugierig auf die Informationen, die da kommen. 4 Tage in Sylt, Astrid, und bei der nächsten Volition, hast du gesagt, bist du auf jeden Fall wieder dabei. Und ich gehe mal davon aus, das wird mit Sicherheit auch wieder ein Vortrag, der um dieses Thema kreisen wird. Ich habe mal eine Frage, hast du das schon mal mit Kindern gemacht? Remote Viewing Ja. mache ich permanent. Also mit Kindern, jetzt welchen Alters? Also ich habe wunderbare Kinder kennenlernen dürfen. Ich sage jetzt mal so, die so 5 bis 7 Jahre sind, die dann sagen, du, daneben dir steht einer, der sieht so und so aus. Wer ist denn das? Also die sind schon ziemlich gut, die Generation. Ich habe aber auch mit größeren Kindern schon sehr schöne Erfahrungen gemacht, mit jungen Studierenden im ersten Semester an der European Business School und durfte sie dann eben über Jahre auch stellenweise begleiten und darf sie auch heute noch begleiten, die jetzt schon in Führungspositionen sind, die mir eben berichten, dass sie dann tatsächlich jetzt diese, wie ich sie gerne nenne, asymmetrische Kommunikation schon ganz selbstverständlich machen und mit der Quelle in Verbindung sind, wenn sie unternehmerische Entscheidungen treffen. Also ja, mit Kindern arbeite ich, Das meistens auch. Ganze gibt es keine Altersbegrenzung, oder? Nein, nein. Also interessanterweise finde ich, wenn ich mit Kindern arbeite, arbeiten die Kinder mit mir. Also ich habe auch schon einen Kurs für Hochbegabte gemacht und die waren so cool. Am Anfang haben sie dann so ein bisschen lieb noch so zugehört, was ich ihnen erzählt habe. Und so gefühlt nach einer halben Stunde kamen schon die ersten 9-Jährigen, haben gesagt, okay, jetzt machen wir mal Finanzmathematik auf höchstem Niveau. Und ich dann so, was, ihr geht in welche Klasse? Ihr wollt mit mir Finanzmathematik simulieren? Und dann haben wir auf einmal Fibonacci-Sequenzen simuliert, was heute eigentlich bei den Algorithmen im Fondsmanagement, in bestimmten Fonds, nichts Ungewöhnliches ist, aber dass 9-Jährige da sitzen und sagen, auch endlich mal jemand, der mich versteht, das finde ich auch. Es ist sehr berührend, ja. Was hast du aus der Volition mitgenommen, möchte ich mal fragen. Warst du das erste Mal dabei, das erste Mal dann tatsächlich auf der Bühne vor den Menschen zu sprechen, dann mit einem Thema, was wirklich, also ich nenne das immer mal so, schon ein bisschen abgefahren ist. Also es ist ja jetzt nichts, was du im Mainstream findest. Wie ging es dir damit? Was hast du mitgenommen?
Ich bin ohne Erwartung tatsächlich nach Thüringen gefahren, habe mich einfach auf ein schönes Wochenende gefreut und euch auch alle kennenzulernen. Und was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, war diese Offenheit in den Herzen der Menschen, mich wohlwollend aufzunehmen. Also es war keiner, der irgendwie gesagt hätte, irgendwie wie blöd ist das. Im Gegenteil, es kamen Menschen auf mich zu, die gesagt haben, ich hatte auf einmal das Gefühl, ich hatte mich gar nicht angemeldet. Die sind morgens losgefahren und Ja. wussten, sie müssen kommen. Und das kenne ich von mir selbst auch. Also ich habe mich unglaublich gut aufgehoben gefühlt. Die Organisation war super, von deinem Team auch. Die Referenten waren alle klasse. Also es war so ein bisschen wie so ein Sippentreffen, hatte ich das Gefühl, obwohl die Sippe sehr groß war, mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Und was ich sehr genossen habe, 3 Tage lang in fröhliche, lachende Gesichter zu schauen, das kenne ich hier aus dem Rhein-Main-Gebiet überhaupt nicht. Und es war ein Paradies. Allein schon der Empfang des Hoteldirektors, man war so wirklich von Herzen willkommen. Und das war so schön. Ansonsten habe ich mich natürlich über alle gefreut, die ich bislang nur aus YouTube-Interviews kannte, ob das jetzt Katharine war mit ihrer fröhlichen Art oder Richard mit seinen Runen. Es war einfach so ein Geschenk, jeden Einzelnen dort auch live sehen zu dürfen und zu spüren, wie die Harmonien hin und her gingen. Es war für mich zu keinem Zeitpunkt disharmonisch, selbst als Falco dann am nächsten Morgen seine Herausforderungen hatten. Wir waren echt alle besser in der Summation. Ja, War echt gut. für die, die es nicht mitgekriegt haben, es ist zwei, dreimal technisch tatsächlich dazwischen gefunkt worden. Ich muss es tatsächlich auch so sagen. Und haben dann relativ schnell geistig, spirituell und auch physikalisch reagieren können. War wunderbar. Also wirklich Hut ab. Astrid, ich freue mich ganz arg auf Sylt, dass das tatsächlich möglich gemacht wurde. Das ist wirklich eine Sache, das liegt mir auch am Herzen. Ich weiß auch, es ist ein Thema, was für mich unglaublich interessant klingt. Und ja, möchte ich auch tiefer in die Materie rein, auf dass wir noch viele Gespräche darüber führen werden und ja, es den Menschen einfach näher bringen können. Ich glaube, dass das einfach etwas ist, wo du ja, unglaublich schnell dein eigenes Potenzial plötzlich entdecken kannst. Und das, ich glaube, das ist eigentlich nicht umsetzbar in Form von irgendwelchen Werten. Ich glaube, dass das etwas ist, das musst du einmal machen, damit du es wirklich auch für dich verinnerlichst. Und es kann dich nur stärker oder stärker vielleicht nicht, aber es macht dich stabiler, glaube ich. Das ist es dann auch, oder? Du bekommst einen Zugang zu dir selbst. Also selbst für den Fall, dass du für eine Weile keinen Zugang zu deinem persönlichen höheren Selbst hattest oder zu dir selbst, zu deiner eigenen Quelle, Seelenquelle, du hast es danach. Weil wir sind so oft im Zweifel, können wir jetzt dieser Information trauen, jener, dann sind wir so ein bisschen in der Ambivalenz, wonach orientiere ich mich. Aber nach diesem Seminar wirst du genau wissen, was ist dein Weg. Genau. Hast du schon Rückmeldungen? Ich frage einfach, gibt es Rückmeldungen für Menschen, die dann den Kanal aufgemacht haben? Du hast jetzt gerade vorhin beschrieben, Schmerzen weg, ja, einfach mit der Seele wieder in einen anderen Kontakt kommen, ja, dann plötzlich merkt man das oder hast du solche Erfahrungen gemacht, dass dann sich Heilung eingestellt hat oder Verbesserung der Umstände oder irgendwas in der Art? Also diese körperlichen Heilungen sind innerhalb von kürzester Zeit passiert, wurde mir auch gezeigt dann beim Frühstück. Ja. Was mich auch sehr berührt hat, ist, dass sich eine Frau, die kam, die auch Fragen an mich hatte, sich dann auf einmal neben mich stellte und auf einmal so sagte, du, ich bin professionelles Medium wie du, ich bin auch am Arthur Findlay College im Training. Und dann hast du gemerkt, wie diese Kraftquelle sich nochmal mehr verstärkte. Also selbst aus diesen Ebenen kommen Menschen und sagen, ich weiß nicht, warum ich hier bin, aber ich wusste, ich musste kommen. Und die gesagt haben, jetzt weiß ich, warum. Mir fehlte nur noch ein kleines Stück. Und diese Frau geht deutlich häufiger ans College zum Trainieren als ich. Ist jetzt auch mit ganz anderen Lehrern zusammen, als bei denen ich lernen durfte. Und sie ist dermaßen in der Größe gewachsen. Wir haben es in den Nächten, also in dieser einen speziellen Nacht haben alle, die da gesessen haben, die Veränderungen auch auf der energetischen Ebene bei den Einzelnen gesehen. Sie haben es in sich selber erkannt und die Physiognomik der Menschen hat sich verändert. Und die Rückmeldungen kommen jetzt tagtäglich. Also wir haben auch einen Telegram-Kanal eingerichtet, wo sich jeder jetzt auch mit den Effekten, die jetzt im Nachgang bei ihm geschehen, sehr gerne melden kann, dass wir auch darüber noch mehr Dokumentation bekommen, was passiert.
Aber die, die schon da waren, die dann wirklich das Gespräch zu mir gesucht haben, da passieren schon unglaubliche Sachen. Ja, ihr seid ja gesessen bis morgens um 3, glaube ich, ne? Hi, ja. Das ist Rekord, ja, das möchte ich dir mal sagen. Also ich glaube, der längste war bisher Franz Hörmann, der das noch besprochen hat, aber bis nachts um 3. Ich bin ganz kurz in der Gruppe mitgesessen, war ganz kurz auch dabei, aber es war auch gar kein Problem, da einzusteigen ins Gespräch, mit reinzufühlen. Das war so offen, so transparent. Das hab ich jetzt aus den kurzen Minuten wahrgenommen, wo ich da gesessen bin, aber am nächsten Morgen gehört, dass es bis kurz vor 3 ging. Und ja, also. Also Es was waren ja auch. nicht bloß zwei, die da saßen, ne? Nein, nein, wir waren, also ich glaube, begonnen hatten wir mit nahezu 20 und hinterher saßen dann doch noch 14. Ja. Was spannend war, war die Entwicklung beim Anthony zu sehen. Anthony kam jetzt so ein bisschen zum Schluss dazu. Da ist ein unglaubliches Potenzial. Also wenn wir da mal die Möglichkeit haben, einen Termin zu dritt zu machen, kann er uns sicherlich auch mit seinen Worten der neuen Generation beschreiben, was bei ihm da passiert ist. Also ich habe eine Hypothese. Er hat sich nicht nur selbst erkannt, woher er kommt, sondern er erkennt jetzt Tag für Tag deutlicher, was seine Rolle hier ist. Das ist auch etwas, das ist über die Volitionen hinweg, man muss schon Mehrzahl sagen, entstanden. Ja, und der Anthony ist letztes Mal schon in Kontakt gekommen, so ein bisschen. Und davor, da war er noch nicht so in meinem Feld. Jetzt ist er da und ich muss sagen, ich empfinde ihn auch als unglaublich, beim letzten Mal war es eher so dekonzentriert, jetzt eher konzentriert. Also so ist mir das vorgekommen. Und vom Anthony werden wir mit Sicherheit noch was hören. Also ich habe einen sehr guten Austausch mit ihm und ja, ich habe auch schon vor, ihn ein bisschen mehr in die Volition mit einzubinden, weil ich da einfach eine gute, wirklich sehr, sehr gute Energie wahrnehme. Hat er. Also er hat eine sehr hohe Anbindung an einen bestimmten Planeten. Und wir werden noch mehr von diesen jungen Menschen sehen, die das haben und die es wissen. Und selbst die älteren Leute, also die älteren Menschen, die da waren, da sind dann auch 60-Jährige plus dabei, die auf einmal wissen, okay, das ist mein Heimatplanet. Und je mehr wir haben, die dieses Generationen übertragende oder Generationen unterstützende Erkenntnisfeld haben, umso schneller sind wir da, wo wir hinwollen. Ja. In der neuen Zeit, die stabil ist. Und da sind wir auf einem guten Weg. Ich glaube, jetzt dieses Jahr absolut entscheidend. Ja. Es stehen ja, jetzt wenn wir ins Außen mal zurückgehen, ja, wichtige Termine an. Ich nenne mal den 1. September, wo jeder, denke ich, auch hinschauen wird, was da genau abläuft. Und ja, also wie gesagt, es ist wirklich ein Jahr, wo einiges noch kommen wird. Ich glaube, dass das noch ein bisschen krasser wird bei dem, was da draußen momentan noch ja, am Wirken ist. Und es ist schon, wie du sagst, ne? Also in die Mitte, ins Innere gehen, Stabilität suchen in den eigenen Gedanken, ist momentan, glaube ich, so das, was angesagt ist. Ich habe ja auf der Revolution gesagt, die Zeit der Ratschläge ist vorbei. Und das ist es. Ja, du hast so viel Zeit gehabt. Es ist so viel gequatscht worden seit 2020. Ja, war ja Zeit ohne Ende. Themen aufgemacht worden. Du konntest ja in die verschiedensten Wissensgebiete regelrecht eintauchen, was viele auch gemacht haben. Und jetzt ist die Erkenntnisgewinnung, denke ich mal, angesagt. Und eine der Erkenntnisse, und das gebe ich als Ratschlag noch mit raus, sollte sein, dass man wirklich in sich zur Stabilität kommen sollte. Das ist jetzt, glaube ich, in den nächsten Monaten, denke ich, der entscheidende Prozess. Wir schreiben kosmische Geschichte, das dürfen wir nicht vergessen. Und wir sind viel, viel mehr connected mit dem um uns herum, was wir noch nicht alle sehen, was aber immer mehr Menschen erkennen können, dass es da ist. Und das macht was mit allen anderen. Klar. Und das ist ja auch so, das ist ja das, was du beim Remote Viewing, wenn ich das richtig einschätze, auch lernst, dass wirklich jede Kleinigkeit eine Rolle spielt. Ja, es sind wirklich auch jetzt nicht nur so sagen, wow, hast du gesehen? Also wir hatten ja diese Erscheinung am Himmel noch, hast du gesehen, am Tag später. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was ich da gesehen habe. Ob das jetzt eine vergiftete Wolke war oder was auch immer. De facto war, es war über Mühlhausen, es war direkt über dem Hotel, es war eine Feder. Also für mich war es augenscheinlich eine Feder. Das Thema war Leichtigkeit und das ist für mich eine Assoziation, die sich dadurch ergeben hat. Ob das nun Strontium, Barium, sonst was ist, weiß ich nicht. Fakt ist, warum denn ausgerechnet da? Ja, also dieses Bild, es geht erstmal nur um das Bild und auch, wie es gewirkt hat. Also ich kann mich an diese paar Minuten erinnern, da bist du da gestanden, klappt der Kiefer runter, guckst da hoch und denkst, das kann doch nicht wahr sein, was ist denn das? Ne? Ja. Es
ist, glaube ich, genau das, dass man eben die Wahrnehmung nach draußen hat, die Kleinigkeiten, die auch durch das Leben mitgeteilt werden, dass man darauf achtet und dass man, ja. Die Referenz zu erhöhen, auch für das, was wirklich dieses göttliche Prinzip ist oder diese Urquelle uns zeigt. Wir haben Ja. es eine Weile nicht gesehen, wir konnten es nicht erkennen, weil wirklich so viel Bösartiges um uns herum ist. Und jetzt haben wir die Balancestufe erreicht. Wir sind genauso gut ausbalanciert, dass uns das Böse einfach nicht mehr runterdrücken kann. Also den Part haben wir jetzt schon geschafft. Und das weiter stabil zu halten, das werden wir schaffen. Das denke ich auch. Astrid, ich danke dir für diesen kurzfristigen Termin, dass du Zeit gefunden hast. Ich weiß, dass du viel beschäftigt bist. An alle, die es interessiert, W14 Intensivwoche vom 21. bis 28. September auf Sylt. Buchbar über die W14.at-Seite. Ich verlinke das hier unter dem Video nochmal. Astrid, vor Ort, 4 Tage intensiv Remote Viewing von der Pike auf bis zum Selbst, ich sag mal, Stufe 1, kann man das so sagen? Wir schalten ein paar Raketenstufen hoch. Wir springen in einen ziemlichen Advanced-Bereich, wo wir unsere Gehirnwellen nochmal deutlicher senken werden. Und Ja. Okay, also das ist eine absolute Abenteuerreise diesmal auf Sylt. Ich freue mich riesig drauf. Bis dahin, wir werden noch das ein oder andere Video über Remote Viewing machen. Astrid, ich danke dir. Gut, dass du Zeit gefunden hast. Danke fürs Zuschauen und schönen Abend an alle.